Der wichtigste Teil für die Strukturierung einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Einleitung. Sie ist fixer Bestandteil davon und soll einerseits die Neugier des Lesers wecken und andererseits als Orientierungshilfe dienen. Sie soll nicht nur das Thema der Arbeit vorstellen, sondern auch die allgemeine Gliederung beschreiben, damit man sich leichter zurechtfinden kann. Folgende Informationen sollen in einer Einleitung vorhanden sein: Das Thema der Arbeit, die Zielsetzung, die Frage- und Problemstellungen, die Vorgehensweise und die Gliederung der Arbeit. Persönliche Aspekte wie die Beweggründe für die Themenwahl oder eine Danksagung gehören in das Vorwort, nicht in die Einleitung. Für die Länge gibt es keine genaue Vorgabe. In der Einleitung ist die Zitatdichte meist am höchsten, da der derzeitige Wissensstand beschrieben wird. Zu Beginn der Arbeit sollte ein Entwurf für die Einleitung verfasst werden, der dann als Plan für die anschließende Ausarbeitung dient. Am Ende allerdings sollte die Einleitung nochmals überarbeitet werden. Hier können folgende Fragen helfen, um die Qualität der Einleitung zu verbessern. Wecken die ersten vier Sätze das Interesse der Leserin oder des Lesers? Ist das Thema klar definiert? Weiß die Leserin oder der Leser, wie der Rest der Arbeit aufgebaut ist? Ist die Einleitung zu lang? Der erste Teil der Einleitung befasst sich mit dem Thema der Arbeit und beschreibt das grundlegende Themengebiet. Es handelt sich also um eine Beschreibung des Kapitels zur Themenfindung. Der Leser soll dabei schrittweise auf das eigentliche Thema der Arbeit hingeführt werden. Dieser Vorgang wird in dieser Grafik veranschaulicht. Anschließend wird der Themenbereich durch Argumentationen schrittweise konkretisiert. Sie führen schließlich zum eigentlichen Thema der Arbeit. Hier ein Beispiel. Vor allem erregte die Privatisierung der Wasserversorgung in Städten von Ländern mit schwacher Finanzkraft in den letzten beiden Jahrzehnten Aufmerksamkeit. Die anfängliche Lobpreisung der privaten Unternehmen, die sich der teils defizitären Wasserversorgung in armen Ländern annahmen, ist stark zurückgegangen. Nun wird das eigentliche Thema der Arbeit erreicht. Die vorliegende vorwissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Privatisierung von Wasser in armen Ländern der Erde, wobei speziell die Auswirkungen auf die Bewohner dieser Länder im zentralen Blickfeld stehen. Um das Thema abzugrenzen, können auch Aspekte oder Problemstellungen genannt werden, die nicht in der Arbeit behandelt werden. Aus dem Thema leitet sich dann die Zielsetzung ab. Dieser Teil soll in etwa 1 bis 2 Absätze umfassen. Das Ziel der Arbeit soll dadurch vermittelt werden, was durch die Arbeit herausgefunden oder nachgewiesen werden soll, beziehungsweise was die Arbeit zum genannten Themenbereich beiträgt. Hier wird die Zielsetzung wie folgt definiert. Das Ziel der Arbeit ist es, die Folgen einer privaten Wasserversorgung sowie einer privaten Nutzung von Wasserquellen durch Konzerne objektiv zu erläutern. Basierend auf der Zielsetzung werden nun eine oder mehrere Forschungsfragen formuliert, die beantwortet werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Hauptteil der Arbeit befasst sich damit, diese Fragen zu beantworten. Üblicherweise werden 1 bis 2 Forschungsfragen definiert. Der Hauptteil der Arbeit befasst sich damit, diese Fragen zu beantworten. Normalerweise werden in einer vorwissenschaftlichen Arbeit 1 bis 2 Forschungsfragen definiert, da zu viele nicht mehr in der nötigen Tiefe beantwortet werden können. Bei unserem Beispiel definieren wir nun folgende Forschungsfragen. Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, soll einerseits untersucht werden, in welchen Ländern und in welcher Form die Wasserversorgung bereits privatisiert wurde und was die Vor- und Nachteile einer privaten Wasserversorgung sind. Nun soll nachvollziehbar gemacht werden, wie bei der Bearbeitung des Themas vorgegangen wird und welche Ergebnisse zu erwarten sind. Hier wird erläutert, mit welchen Vorgehensweisen, Methoden oder Verfahren die Forschungsfragen beantwortet werden sollen. Bei unserem Beispiel
wurde eine Literaturanalyse durchgeführt. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine Literaturrecherche und Analyse durchgeführt. Dafür wurde auf Fachbücher sowie auf Online-Broschüren zu dem Thema der Arbeit zurückgegriffen. Überdies diente die offizielle Website der Nestlé-Gruppe als Informationsquelle. Neben dem Inhaltsverzeichnis wird in der Einleitung die Struktur der Arbeit als Fließtext beschrieben. Es werden die einzelnen Kapitel des Hauptteils aufgezählt und kurz erklärt, welche Informationen in den einzelnen Kapiteln zu finden sind. Dadurch erhalten die Leser einen Überblick und können selbst entscheiden, welche Kapitel für sie interessant sind. Zu Beginn der Arbeit wird auf die Bedeutung der Ressource Wasser und deren Kommerzialisierung mit einem besonderen Bezug auf arme Länder eingegangen. Im darauffolgenden Abschnitt werden Beispiele von Wasserprivatisierungen in ausgewählten Städten und ein Überblick über die positiven und negativen Auswirkungen der Privatisierung der Wasserversorgung angeführt. Abschließend setzt sich die Arbeit mit einem Fallbeispiel auseinander, für welches der Großkonzern Nestlé herangezogen wird. Es wird dabei sowohl den betroffenen Bürgern als auch dem Konzern eine Stimme gegeben.